Hallihallo Leute und ja, wieder zurück bei Let's Play Dead Space. Und ja, die Werkbank können wir nicht benutzen. Ich gehe jetzt trotzdem noch mal kurz ran, weil ich glaube, wir haben keinen weiteren, ja, wir haben keine Knotenpunkte. So, wir haben einen neuen Anzug im letzten Part, wir haben eine neue Waffe. Ja, geht. Und jetzt geht's ab in die Monorail. Und wir reisen an neue Orte. Was ist das da? Ach so, einfach. Kapitel 1. Neuzugänge abgeschlossen. Ja, das Tutorial. Wir haben jetzt mal das Tutorial geschafft wahrscheinlich. Fortschritt speichern? Gerne. Wieso nicht? Dann hätte ich eigentlich auch jetzt einen Folgencut machen müssen. Ja, wusste ich nicht. Annehmen. Speichern, überschreiben? Ja. Kapitel 2, Intensivstation. Habe ich das richtig gelesen? Ich habe einfach Investigation sagen wollen, aber dann zweimal hinschauen. Ach, das war's schon. Wir sind schon... Nee, oder? Doch. Wir sind schon am neuen Ort. Da liegt wer. Die gehört aber... Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst. Ich wusste, du würdest kommen, wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Setzen Sie Chinese ein, um Objekte zu bewegen oder zu werfen. Gut. Gleich mal das nächste Problem. Welche Taste ist Chinese? Ich weiß, C ist Stase. Normal drücken ist normal. F vielleicht? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Sieht bequem aus, nicht? Brauchen wir nicht. Vielleicht braucht dies irgendwann mal. Super, da ist ein Shop. Könnte man wenigstens das verkaufen für 1000 Credits. Ach komm, machen wir. Ich weiß nicht, wie viel Geld ist vielleicht doch noch wichtig. Wir gehen einfach mal rein. Ja, hier gehen wir. In den Shop. Dann neues Objekt. Was ist neues Objekt da unten? Luftkanister klein. Vielleicht das war noch nicht da. Naja, Inventar. Medipack klein. Verkaufen. Ja. Brauchen das nicht im Safe, ganz ehrlich. Das ist nichts. Vielleicht das hier. Das könnten wir mal so mal in Safe lagern, weil wir haben so viel Munition für den Scheiß. Und nochmal. Weißt du was? Komm. Ich bin jetzt mal großzügig. Wir haben das alles in den Safe. Und gehen wieder raus. So. Ach ja, da war ja was. Aus dem Weg, hier komme ich. Ah. Was leuchtet da so? Blau? Ein Audio? Schemata? Flammenwehr. Ja, ja, ja. Ich habe was gefunden. Das gefällt mir. Haben wir zwar kein Geld, aber wir haben neuen heruntergeladenes Schema, den Flammenwerfer. 11.000. Wir hätten es kaufen können. Naja, beim nächsten Mal dann holen wir uns den Flammenwerfer. Das sieht jetzt schon geil aus. Okay, los geht's. Okay, wir laufen schon mal richtig. Alter! Sind Sie noch da?
Ja, leise. Kendra ist tot. Was? Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Aufgabe inaktiv. Und jetzt haben wir eine andere Aufgabe. Wir brauchen hier eine Thermitbombe. Die müssen wir erstmal zusammenbasteln. Ach ja, deshalb ist jetzt die Aufgabe woanders. Wir konnten da... Vorhin war es da drin. Alter, wie viele Shops es hier gibt, ist ja nicht zu glauben. Und eine Speicherstation. Yeah, aber zuerst mal... Credits. Plasma-Energie. Lebenserhaltung. Hier ist gar nichts am Laufen, sieht so aus, oder? Nee. Hauptsache Fliegen überall. Wie kommen Fliegen auf ein Raumschiff? Ja, okay, vielleicht unter die gewissen Umständen könnte es klappen. Okay, wir müssen erst hier rein, danach in, wahrscheinlich ins andere Zimmer oder Flur, was auch immer. Aber erstmal hauen wir einen Speicherpunkt rein. Ja. Vielen Dank. Und dann heißt es, los geht's. Jetzt, Dach gerade wieder. Sekundärfeuer. Ich glaube, das ist mit B. Oder? Ich glaube, das ist das hier gemeint. Hoffe ich jetzt. Ansonsten. Ich hoffe, das war es gemeint. Weil wir haben ja gesehen bei der anderen Waffe. Benutzt die andere jetzt noch nicht wegen. Ach, da brauchen wir wieder Stase. Wegen geringer Munition. Alter, wie laut. Ist ja gut. Schnauze. Geht doch. Auf ins Labor. Hey, das sieht ja echt schön hier aus. Kein Blut. Aber das sieht natürlich... Ja, das ist natürlich. Ja, das ist fette Leute und anders fette Leute. Plasma-Energie. Kann ich das eigentlich... Oh. Kann ich die ganzen radioaktiv- oder Sondermüllbehälter auch? Ja. Aber ist nichts drin. Hier ist zu. Hier, das läuft eh nicht. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Ja, toll. Weg da! Ich hasse es, wenn sowas passiert. Sonst noch wer Probleme? Danke. Oh, was ist das da? Impulsprojektile. Ach, das sind die neue Waffe. Geil. Ich will mal was. Schade. Telekinese hätte jetzt vielleicht funktionieren können. Ich will da rein. Schade. Warte, ich kann auch jetzt... Oh ja. Oh ja. So. Hier ein Fahrstuhl, den möchte ich noch nicht benutzen. Oder doch? Wir gehen mal einen Fahrstuhl runter.
Vielleicht mal nachladen. Wäre nicht falsch. Da haben wir ein Stasemodul. Oh, ich will mal, das könnte interessant werden. Cool. Wollte ich nur wissen. Oder mal ausprobiert haben. Okay, erstmal in die Ecke. Was? Ach, hinter mir. Nein, nicht stampfen. Ich wollte einen Hechtsprung machen, aber das klappt natürlich nicht. Habe ich schon nachgeladen? Alter Schwede. Waren doch einige. Lauter Credits, bin ich froh drüber. Ich dachte, der, vielleicht haben wir den schon was abgezogen. Da ist noch wer? Okay. Das wollte ich eigentlich noch benutzen. Da liegt noch was. Munition, nein, Credits. Okay, da ist die Toilette. Das heißt, da geht es nicht weiter. Die waren alle in der Toilette. Ein Audiolog. Ich konnte Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar, atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. Nekromorphen, da haben wir erstes Mal gehört, was sie eigentlich sind. Munition. Fast saubere Toiletten. Naja, fast. Oh, das ist auch eine schöne Szene. Hier auf der Toilette. Ordentlich Blut gelassen, ne? Also Tage und so. Dann mit letzter Kraft noch zum Waschbecken geschleift und Hände gewaschen. Ja, das sind schon, das passiert manchmal. Ist jetzt nicht so, wir sind, wahrscheinlich waren wir hier in den, ach, sind gemischt. Ja, dann ist egal. Oh. Hier könnte hier eigentlich auch immer was sein, ne, oder? Manchmal ist da was, aber das sehe ich nur Zufall. Nun gut, hier könnte ich rein. Ist da hinten jetzt offen? Ja. Denn ich will als erstes mal hier rein. Oh. Ach, Credits. Wieso konnte ich das nicht? Ah, jetzt. Wir kriegen ordentlich Munition, auch für die andere Waffe. Vielleicht sollten wir die auch mal benutzen. So, nachladen. Ich möchte gerne noch nach oben und die eine Tür öffnen, aber ich denke, wir kommen irgendwann vielleicht von alleine zurück. Nein, Medipack klein, das wollte ich nicht. Okay, hier müssen wir hin. Hatte ich nicht vor. Da hinten ist nämlich noch eine Tür. Ein bisschen Munition. Ein Videolog. Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk.
Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich und Sie, Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Ja, ja. Der Marker, haben wir das auch mal gehört? Ah. Einfach ein Genie. Ich meine, Tilves. Halbleiter Gold? Keine Ahnung, für was das sein soll. Munition. Munition. Ein Textlog, den ich nicht lesen werde. Und hier haben wir eine kleine Miniaturfigur des Markers. Wir können das aber leider nicht lesen oder so. Wir können ihn aber mitnehmen. Schade. Naja, fast. So, haben wir das auch noch entdeckt. Geheime Räume. Und jetzt gehen wir mal weg. Also, wir müssen nachher wahrscheinlich hier wieder zurück und da hoch. Oder dort hinten hoch, was auch immer. Aber ich weiß nicht, ernsthaft. Ich mache hier nachher eine Folgenpause, aber ich gehe jetzt doch nochmal da hoch. Denn, falls wir wirklich nicht zurückkommen, haben wir vielleicht irgendwas Wichtiges verpasst. Und das ist echt scheiße. Da ist es, ich bin ja vorbeigerannt. Vor allem, es ist ja nicht viel. Es sind ja vielleicht eine Minute. Oder auch zwei. Denn das müsste jetzt offen sein. Und ich habe ja schon versucht, mit Telekinese da ranzukommen, habe es aber nicht geschafft. Und wenn es nachher vielleicht wieder zu ist oder so... Ach, es ist wirklich zu. Wieso ist das verschlossen? Hä? Ernsthaft verschlossen. Nun ja, in dem Falle, ich habe nichts gesagt. Ich benutze nochmal einen Lebenstrank, weil wir gerade einen haben. Haben ja aus Versehen einen mitgenommen. Gehen wieder runter. Kann ich eigentlich springen? Nee. Und nun müssen wir hier rein. Oder? Ja. Und hier ist ein Speicherpunkt. Und dann würde ich aber wirklich behaupten, dann mache ich hier mal eine Folgenpause. Also wieder so eine Aufnahmepause. Alles mal rendern und mal sehen, ob ich ja von Optionen her alles richtig habe. Ich hoffe, es sind jetzt vier Parts draußen. Falls irgendwas mit Optionen oder Audio nicht stimmt, dann werden das jetzt in diesen vier Parts so sein. Hoffe ich zumindest. Ich schaue, dass ich das rendern kann. Ach, das haben wir übersehen. Kann ich gleich nochmal speichern, damit wir nachher nicht, weil ich weiß es garantiert nicht mehr. So, annehmen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part von Let's Play Dead Space. Ich will immer Dead Space 1 sagen, aber eigentlich ist Dead Space einfach Dead Space. Ja, lass mich, ja. Bis zum nächsten Mal bei Dead Space.